Ja, wir waren bei unserem Rucksackproblem. Genau, ich habe übrigens gerade vorhin noch diesen kleinen Fehler, ja, beziehungsweise also Unsauberkeit behoben hier in der Definition von dem Rucksackproblem. Da hieß es N und das habe ich jetzt in N abgeändert. Also bei dem Rucksackproblem sind ja eine feste Anzahl unterschiedliche Gegenstände gegeben und die Zahl, das ist das M hier. Und davor, wie ist denn das im Buch in der Definition? Heißt das da auch N oder M? Das in. N wie Nordpol. Ja. Ja, genau, eben. Und das ist nicht schön, weil in der Folge wird nämlich die Zahl Gegenstände als M bezeichnet in den Algorithmen. So, genau. Gut, dann haben wir uns angeschaut diesen rekursiven Algorithmus, der ja Folgendes tut. Wir starten wir haben ja einen rekursiven Algorithmus, Knappsack von n und die eben hier, der Parameter hier, der Übergabeparameter ist n, das ist nämlich die Rucksackgröße. Wir starten das mit der Rucksackgröße, hier zum Beispiel 14, und dann machen wir sofort für jeden Objekttyp einen rekursiven Aufruf. Ja? Also m rekursive Aufrufe reduzieren dann die Rucksackgröße um die Größe von dem jeweiligen Objekt. Also Objekttyp 1 wäre hier Größe 3, Objekttyp 2 4 und Typ 3 Größe 7. Genau, also wir machen immer rekursive Aufrufe. Wir probieren quasi alle vier Objekttypen. Wenn wir dann eins praktisch reingetan haben, dann probieren wir wieder alle vier und das so lang, bis der Rucksack voll ist, beziehungsweise bis der Parameter hier dann null geworden ist. So, ja gut. Ja, dann die Komplexität haben wir uns überlegt. Die ist O von m hoch n. Dieses m, das ist ja die Zahl der Objekttypen, das ist der Verzweigungsfaktor in unserem Suchbaum. Und die Tiefe von dem Suchbaum, die wächst proportional zur Rucksackgröße. Ist ja klar, je größer der Rucksack, desto mehr Objekte kriegen wir rein und desto tiefer müssen wir dann in den Baum suchen. Und deswegen haben wir so eine Komplexität O von m hoch n, exponentiell. Ja. So, und jetzt schauen wir uns eine Dynamic Programming Variante von dem Algorithmus an, die dann mit nur noch m mal n Rechenaufwand zurechtkommt. Das ist ja wirklich ein ganz toller Gewinn ist. So, ja. Hier haben wir den neuen Algorithmus. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, dann sieht man da den Unterschied. Wir haben jetzt zwei geschachtelte Vorschleifen. Und zwar die äußere Vorschleife, die läuft wieder über die Objekttypen. Und die innere Vorschleife, die läuft über die Rucksackgröße. Also Parameter j von 0 bis n-1 läuft dieses j. Das heißt, wir iterieren in ganzzahligen Schritten über die Rucksackgröße. Und zwar, Objekttyp ist die äußere Schleife und Rucksackgröße die innere Schleife. So, und in dieser inneren Schleife, if j minus size von i größer gleich 0, das heißt, nur wenn das aktuelle untersuchte Objekt noch reinpasst in den Rucksack, dann tun wir hier überhaupt was. Ja?
Und zwar, wir haben wieder vor. Es ist ja eigentlich genau das Gleiche, oder? Moment, schnell gucken. Ich glaube, das ist ziemlich genau das Gleiche. Ja, genau. Es ist genau das Gleiche. Ja. Wir erhöhen, also wir setzen diese PTMP-Variable, und zwar best von j minus size von i, und zwar das best von j jetzt, das ist jetzt ein Array. Ja? J war ja im Moment die aktuelle Rucksackgröße, genau, wir tun für diese aktuelle Rucksackgröße eben, Moment, von j minus size von i. Das ist gar nicht dynamische Programmierung. Da bei mir ist da was anderes. Zumindest sieht der Code anders aus. Mhm. Ja, das ist iterative Implementierung. Das hier? Ja. Ja, das ist eine iterative Implementierung, klar. Achso, wir sind gerade bei dem Beispiel. Bei welchem Beispiel? Also dynamische Programmierung, wir spielen ein anderes Beispiel. Das ist komisch. Moment. Ich hab's nicht gefallen. Ja, aber das sind auch die beiden geschachtelten Vorschleifen. Ja, und was mit Item I, J gleich I. Ja. Okay, ja, also das kommt noch dazu. Moment. Ja. Hier, rekursive und iterative Implementierung. Genau, also ich meine, wir sind schon, das ist die dynamische Programmierung, okay. Und das ist jetzt quasi noch, ja, das ist noch eine kleine Erweiterung. Ja? Also das passt schon, was wir hier haben. Ja, also die in dieses, wir haben so ein Array best und in diesen Array, da schreiben wir rein, der Wert, der momentan aktuell größte Wert, den wir erreichen können durch die Gegenstände, die schon drin sind im Rucksack. Ja. Genau. Und ich meine, hier sieht man es jetzt, das TMP, da wird der Gain, also eben der Wert des aktuellen Objekts Nummer i, dazu addiert. Ja? Und wenn dieser neue Wert größer, also dieses neue TMP größer ist als der aktuelle Bestwert, dann tun wir das aktualisieren. Und so kriegen wir eben immer das Maximum. Ja. Und am Ende geben wir den aktuellen Bestwert zurück. So, aber vielleicht schauen wir es uns jetzt gerade nochmal hier im Beispiel an. Ja, also hier haben wir jetzt so eine Tabelle und zwar nach rechts die Spalten, das sind die Objekttypen. Hier in dem Beispiel waren es ja 4 Stück. Und die Zeilen, das sind jetzt die Rucksackgrößen. Die Rucksackgrößen, die immer in ganzzahlig um 1 inkrementiert werden. Ja. Wir starten mit j gleich 0, also ist klar, im Rucksack mit Größe 0, da passt nichts rein. Und deswegen haben wir hier auch überall, also die Werte, die da drin stehen, das ist der Wert, den wir drin haben in dem Rucksack. Ja. Beim Rucksack mit Größe 0, da passt eben nichts rein, also haben wir keinen Wert. Und das geht bis zur Größe 3. Und bei der Größe 3, da passt dann das kleinste Objekt rein.
So, und jetzt schauen wir hier gerade nochmal auf den Algorithmus. Also die äußere Schleife, das ist die I-Schleife. Ja? So, I gleich 0 bis 3. Und die innere Schleife, das ist die J-Schleife. So, das heißt, wir starten mit I gleich 0 und gehen dann hier erst einmal die ganze Spalte runter. Ja? Und versuchen eben immer ein Objekt reinzutun. Hier geht es zum ersten Mal. Da können wir jetzt Objekt vom Typ A reintun. Also ich habe hier in der Tabelle noch den jeweils aktuell hinzugefügten Objekttyp reingeschrieben. Da haben wir Objekt A. Und dann bei 4 und bis zur Rucksackgröße 5 können wir nichts weiter dazu tun. Ab Rucksackgröße 6 können wir ein zweites, also das Objekt vom Typ A, noch ein zweites Objekt dazu tun und dann haben wir Wert 8 drin. So, und so geht es jetzt in Vielfachen von 3. Bei 9 können wir noch eins reintun, bei 12 noch eins und das war's. Ja? Das heißt, wenn wir nur Objekttyp A haben, dann können wir halt einen Wert von 16 erreichen. So. Ja, gut. Und jetzt starten wir hier in der zweiten Spalte. Das heißt, jetzt versuchen wir es mit Objekttyp B. Ja? Und wir merken uns aber, oder wir haben uns ja schon gemerkt, das, was wir von hier hatten. Ja? Also der aktuelle Bestwert für J gleich 3, der war 4. Ja? Das ist ja hier, wo war das, Best von J minus Size von I. Ja? Also dieser Best von 3, der war hier 4 und bleibt hier auch 4. So, und jetzt für J gleich 5, da passt auch ein Objekt vom Typ B rein. So, und jetzt ist es so, dass 5 ist größer als 4, also wird jetzt das Objekt, also quasi Objekttyp A durch B ersetzt. Ja. Und genau, und jetzt übrigens, hier haben wir jetzt dieses zusätzliche Statement drin, Item von J gleich I. Item von J, das ist praktisch, das entspricht dieser Spalte hier. Ja. Das heißt, jetzt wird dieses Item von J, was von 4, was vorher A war, das wird jetzt durch B ersetzt. Wobei natürlich in der Implementierung sind es nicht Buchstaben, sondern wären das die Zahlen 0 bis 3, also diese I. Ja. Okay, jetzt haben wir also ein B drin. Da bleibt es bei B. Bei 6 ändern wir wieder auf A. Weil da können wir, wenn wir jetzt zwei A's drin haben, dann können wir einen Wert von 8 erreichen, mit A und B hingegen bloß 5. Na gut, und so geht es jetzt eben durch und wir überlegen praktisch immer, was wir da jetzt zusätzlich reintun können. Und wir sehen, am Ende können wir dann einen Wert von 18 erreichen. So, in der dritten Spalte wird dann eben das gleiche Spiel mit Objekttyp C gemacht. Und in der vierten Spalte probieren wir auch noch Objekttyp D aus. Ja, wir müssen bloß die Matrix anschauen. Dann sehen wir, wie es mit der Rechenzeitkomplexität aussieht. Und zwar, die Breite ist M und die Tiefe ist N. Also ist die Komplexität M, Rechenzeit M mal N. Speicherplatz brauchen wir gar nicht die ganze Breite, sondern nur die Höhe. Wir müssen eine so eine ganze Spalte speichern. Ja? Und das ist ja dieser Best Array hier. Genau. So, ja, das ist natürlich interessant. Und jetzt nochmal die Frage, warum
warum geht es hier? Warum können wir jetzt dieses Rucksackproblem polynomiell mit polynomieller Rechenzeit lösen? Warum geht es nicht bei allen kombinatorischen Suchproblemen? Was ist die spezielle Eigenschaft von unserem Rucksackproblem? Also, wenn wir uns nochmal der Reihe nach anschauen, was wir da tun. Wir probieren ja praktisch erst einmal den ganzen Rucksack aufzufüllen, nur mit Objekten vom Typ A. Dann probieren wir es mit B, C, D. Und das ist tatsächlich der Trick. Vielleicht gehen wir nochmal zurück zur rekursiven Variante. Bei der rekursiven Variante sehen wir, dass wir oben im ersten Schritt sofort alle vier verschiedenen Objekttypen durchprobieren. Für jede von diesen vier Verzweigungen probieren wir wieder alle vier und das führt ja genau zu diesem m hoch n. Und das machen wir hier nicht, sondern wir probieren erst einmal den ganzen Rucksack aufzufüllen mit A. Und dann fangen wir auf diesem, praktisch auf diesen, da haben wir uns gemerkt, was wir da immer an möglichen Werten, also an den bestmöglichen Werten erreichen. Und jetzt probieren wir es mit B und tun dann, wenn wir besser sind, ersetzen. Dann probieren wir es mit C und dann mit D. Und das, naja, der Grund, weshalb das funktioniert, ist der, dass die Reihenfolge der Objekte keine Rolle spielt. Das ist es. Es ist doch egal, in welcher Reihenfolge ich die Objekte in den Rucksack reinfülle. Wichtig ist am Ende nur die Kombination. Wichtig ist, wie viele vom Typ A, wie viele von B, wie viele von C und wie viele von D sind drin. Aber es ist ganz egal, ob ich das größte Objekt jetzt ganz unten rein tue oder in der Mitte oder oben. Das ist egal. Und das liegt eben daran, dass das Rucksackproblem, also Rucksack ist vielleicht gar nicht so die richtige Bezeichnung, weil ein richtiger Rucksack, der hat ja eine dreidimensionale Form. Und es kann ja sogar sein, dass der leicht schräg ist. Und beim richtigen Rucksack könnte ich vielleicht das größte Objekt gar nicht unten reintun, sondern nur in der Mitte. Und dann hätte ich auch die exponentielle Komplexität. Aber hier, das ist ein lineares Problem. Ich kann das erste reintun, das zweite obendrauf und so weiter. Okay. Ja, also dann hier Laufzeit und Speicherplatz. Gibt es sonst nicht mehr viel zu sagen. So. Ich werde Ihnen dann noch, ja, hoffentlich nächste Woche, auch noch ein, zwei Übersichtsfolien machen mit einem Vergleich dieser verschiedenen Algorithmen zur dynamischen Programmierung, die wir jetzt kennengelernt haben. Da habe ich jetzt noch keine Zeit gehabt, aber das schauen wir uns dann später nochmal an. So, jetzt kommt in dem Hoffmann-Buch noch eine Einführung in die O-Notation und Bezeichnungen zur Komplexitätstheorie. Das will ich jetzt ziemlich schnell durchgehen, weil das für uns nur Wiederholung bedeutet. Also erst einmal die große O-Notation. Also wenn wir eine Funktion von den natürlichen Zahlen in die positiven reellen Zahlen haben, dann gehört die zur Komplexitätsklasse groß O von G von N. Also G von N gibt quasi die Komplexität der Funktion f an, falls es eine Konstante gibt und ein N0 aus den natürlichen Zahlen, sodass
f von n sich nach oben abschätzen lässt durch Konstante mal g von n für alle n größer gleich n0. Und das ist auch noch wichtig. Ja? Nur für große natürliche Zahlen, also sprich, dahinter steckt für im Limes n gegen unendlich. Also ab einem bestimmten n0 muss so eine Abschätzung gelten. Ja? Und dann sagen wir, f ist groß O von g von n. Ja? Und man spricht es dann auch, g von n ist eine obere Schranke für f. So, genau. Und groß O von g von n beschreibt immer eine Menge von Funktionen. Ja? Nämlich alle Funktionen, für die g eben so eine obere Schranke darstellt. Okay, und dann bedeutet sowas, wenn ich sage, f von n ist ein Element von O von g von n, f gehört zur Komplexitätsklasse g. Ja? Oft sieht man auch diese Schreibweise, f von n ist gleich groß O von g von n. Das macht jetzt streng mathematisch keinen Sinn, das so hinzuschreiben, das ist halt eine formale Schreibweise. So, dann haben wir nicht nur groß O, sondern wir haben noch groß Omega, groß Theta, klein O und klein Omega. Schauen wir gerade nochmal groß O an. Für groß O, wir hatten es eigentlich so definiert, aber das kann man auch kürzer so schreiben, indem man sagt, der Limes für n gegen unendlich von f von n durch g von n ist kleiner als unendlich. Also dieser Limes ist dann eben so eine Konstante. Das ist praktisch, wenn ich, wenn ich hier, Moment, ja, wenn ich hier durch g von n dividiere, dann haben wir ja f von n durch g von n ist kleiner gleich c für n gegen unendlich. Und das entspricht ja diesem kleiner als unendlich. Dann haben wir groß Omega. Das ist fast das Gleiche, nur dass hier kleiner gleich steht und da kleiner. Also das heißt, im Limes für n gegen unendlich kann der Quotient sogar gegen unendlich gehen. Hier ist es so, da kann es sein, dass im Limes f und g gleich schnell wachsen. Hier ist es nicht mehr erlaubt. Ja? Hier muss, wie ist das, kleiner, das kann auch unendlich sein. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Wenn das unendlich wird, dann geht f tatsächlich schneller als. Irgendwas passt da noch nicht. Ja, passt schon, genau. Wenn wir das anschauen, da haben wir größer gleich 0 und kleiner als unendlich. Da haben wir größer als 0 und kleiner gleich unendlich. Das heißt, der Quotient hier, der kann 0 werden, aber darf nie unendlich werden. Da ist es so, der darf nicht 0 werden, kann aber unendlich werden. Und das bedeutet dann, f wächst tatsächlich schneller als g. Ja? Genau. Und das hier bedeutet, f wächst höchstens so schnell wie g. Ja.
So, dann haben wir eine exakte asymptotische Schranke. Das heißt, dieser Limes, hier sehen wir es, der Limes, der darf nicht null werden und darf nicht unendlich werden. Das heißt, es kann nicht passieren, dass das F, ja, grob gesprochen, viel schneller wächst als G. Es kann auch nicht passieren, dass G viel schneller wächst als F, sondern die müssen sich beide in so einem Schlauch quasi bewegen. Hier sieht man es. Oder F muss sich in so einem Schlauch um G rum bewegen. F kann größer gleich eine Konstante mal G sein, muss größer gleich als eine Konstante C1 mal G sein und kleiner gleich C2 mal G. Da haben wir auch hier so ein Bild. Wenn wir Theta haben, hier, das F, das ist das hier, und das muss sich jetzt in so einem Schlauch bewegen, zwischen C1 mal G und C2 mal G. In so einem Bereich muss sich das bewegen. So, da haben wir hingegen groß O, das heißt, F muss immer unterhalb von C mal G sein und hier F immer oberhalb von C mal G. Okay, so, dann haben wir noch die kleine O und klein Omega Notation. Da muss bei klein O der Limes 0 sein und hier muss der Limes unendlich sein. Also, das heißt, hier wächst G definitiv schneller und hier wächst G definitiv langsamer. Gut. Ja, jetzt noch angepasst für Entscheidungsprobleme unsere Notation. Also wenn jetzt P ein beliebiges Entscheidungsproblem ist oder auch äquivalent zu Entscheidungsproblem ist ja auch Sprache. Ja? Also P entspricht einer Sprache, dann ist A die Menge aller Algorithmen, groß A, Menge aller Algorithmen, die P entscheiden. Und dann schreiben wir, P ist gleich groß O von G von N, falls für einen dieser Algorithmen, die P entscheiden, gilt FA ist gleich groß O von G von N. Also wenn wir jetzt sowas schreiben, dann heißt es, naja, es gibt einen Algorithmus, der unser Entscheidungsproblem in höchstens G von N Rechenzeit entscheidet. Ja. Genau. Gut. So, hier sind jetzt ein paar Komplexitätsklassen aufgelistet. Von O von 1, das heißt konstante Rechenzeit, bis hin zu sowas wie, 2 hoch 2 hoch n, also doppelt exponentiell. Ein paar ganz wichtige Komplexitätsklassen, die man immer wieder beobachtet. O von 1, konstanter Verbrauch, O von log n, logarithmisches Wachstum. Das haben wir zum Beispiel bei der Suche in einer sortierten Liste, also Bisektion, oder auch bei Suche in Bäumen zum Beispiel oder Divide and Conquer Algorithmen. Dann lineares Wachstum, naja, das sind ganz viele einfache Probleme, haben natürlich lineares Wachstum, zum Beispiel Suche in einer unsortierten Liste oder unsortierten Array, muss man sagen. Dann n log n. Ja, das ist bekannt von Sortieralgorithmen. Die besten allgemeinen Sortieralgorithmen haben ja n log n Komplexität, wie zum Beispiel Quicksort oder Heapsort oder O von n hoch k. Das ist ein polynomielles Wachstum und das haben wir zum Beispiel in der linearen Algebra ganz oft, zum Beispiel Matrizenmultiplikation oder Gauss-Algorithmus mit n hoch 3 oder exponentielle Komplexität. Und da steht jetzt hier praktisch unlösbare Probleme. Ja, das ist ja praktisch auch so. Wenn wir zum Beispiel anschauen, so ein Traveling Salesman Problem, was man halt bis etwa Größenordnung 30 bis 40 Städte lösen kann und darüber hinaus geht eben nichts mehr.
Okay. Ja. Jetzt wollen wir reden über wichtige Komplexitätsklassen. Ja, jetzt werden wir die Komplexitätsklassen einführen. Und ja, diese Komplexitätsklassen, da reden wir immer über Klassen von Problemen. Nicht über Klassen von Algorithmen, sondern Klassen von Problemen. Und Klassen von Problemen, wenn es um Entscheidungsprobleme geht, sind dann Klassen von Sprachen. So, und wir werden jetzt im Folgenden über Entscheidungsprobleme sprechen. So. Aber erst einmal reden wir über die Laufzeit von Turing-Maschinen. Ja? Also, gegeben sei eine akzeptierende deterministische Mehrband-Turing-Maschine T und wir definieren die Laufzeitfunktion klein t, groß t, also Zeit von der Turing-Maschine T. Von Sigma Stern nach N. Ja? Sigma Stern, das ist der Input für unsere Turing, also aus Sigma Stern ist der Input. So, und jetzt die Laufzeitfunktion für so ein Inputwort Omega. Das ist die Zahl der Rechenschritte unserer Turing-Maschine, ist klar. Falls die Maschine terminiert und ist undefiniert sonst. Da müssen wir natürlich jetzt unterscheiden, weil ist ja klar, wenn die Maschine nicht terminiert, ist die Laufzeit nicht definiert. So, jetzt für nicht deterministische Turing-Maschinen, da ist es a priori erst einmal irgendwie unklar. Ich meine, wir haben uns ja immer irgendwie dieses Orakel vorgestellt oder eine sequentielle Simulation oder dass das parallel läuft, das ist alles so ein bisschen schwammig und unklar. Auch wenn wir die Definition anschauen von akzeptierende nicht-deterministische Turing-Maschine, was steht denn da drin? Wann akzeptiert die ein Wort? Was war da der Unterschied zur deterministischen Maschine? Bei der deterministischen Maschine heißt es einfach, die akzeptiert ein Wort, wenn sie irgendwann in einem Endzustand anhält. Fertig. Und dann ist ja auch die Zahl der Rechenschritte ganz klar definiert. Hier steht es, falls T terminiert, dann schauen wir einfach, wie viele Schritte hat die gebraucht. Jetzt die nicht-deterministische Maschine, wenn die terminiert, dann ist natürlich die Frage, wie viele Rechenschritte hat sie gebraucht. Also genau, und bei der Definition heißt es, akzeptiert ein Wort, wenn es so einen Abarbeitungspfad gibt, bei dem die dann terminiert im Endzustand. So, das heißt, da gibt es ja viele Pfade, da gibt es viele Abarbeitungspfade. Und über diese vielen Abarbeitungspfade, über die müssen wir jetzt reden. Ja? Und deswegen wird hier diese Hilfsmenge A steht für Accept, eingeführt. Und zwar A von Omega, also gestartet auf dem Wort Omega, enthält diese Menge alle Zahlen n, für die t nach n Schritten terminiert, in einem Endzustand. Also vielleicht müssen wir doch nochmal so einen Abarbeitungsbaum skizzieren. Also gestartet irgendwo in einem Startzustand. So. Und jetzt markieren wir vielleicht mal mit einem Stern solche Knoten,
bei denen die Maschine in einem Endzustand terminiert, das heißt, wird akzeptiert. Und vielleicht noch hier. Und dann noch hier. So. Und wir wollen jetzt bei dieser nicht deterministischen Maschine als Rechenzeit eine kürzeste Rechenzeit haben. Also das soll nicht die Rechenzeit unserer nicht deterministischen Maschine sein, sondern sowas. Ja gut, ich meine, da haben wir jetzt zweimal in Tiefe 2. Das heißt, wir haben jetzt zwei Lösungen, zwei minimale Lösungen. Und das ist die Idee. Und hier in diese Akzeptmenge, da schreiben wir, da würden wir hier jetzt reinschreiben, 2 und dann nochmal 2 und dann 4. Ja? Genau. So, und jetzt definieren wir die Laufzeitfunktion t so, dass wir t von Omega ist das Minimum von dieser Menge, falls die Menge nicht leer ist. Wenn die Menge leer ist, dann ist die Laufzeitfunktion undefiniert. Was heißt denn das, wenn die Menge leer ist? Naja, das heißt, es gibt keine Lösung. Wort wird nicht akzeptiert. Ja. Wichtig auch nochmal hier, t terminiert in einem Endzustand. Deswegen heißt die Menge ja accept. Wenn da nur stehen würde, t terminiert, könnte ja auch sein, die Maschine hält in einem Nicht-Endzustand an. Also auch wenn die Maschine anhält und nicht in einem Endzustand ist, dann ist das, führt das zu einem undefinierten Laufzeitfunktion. Also da haben wir wirklich nur akzeptierende Zeiten drin. Ja. Genau. So, dann haben wir jetzt noch, jetzt definieren wir noch die Klasse Time. Eine Sprache L liegt in der Klasse Time von f von n. Also dieses f gibt jetzt eine Funktion an, wie linear, quadratisch oder so. Falls eine deterministische Mehrband-Turing-Maschine t mit diesen Eigenschaften existiert. Nämlich erstens L von t gleich L. Das heißt ja nichts anderes als unsere gegebene Sprache L ist genau die, die die Turing-Maschine akzeptiert. Also es gibt eine Turing-Maschine, die genau das Wortproblem für diese Sprache löst. Und für alle Wörter aus Sigma Stern gilt tt von Omega kleiner gleich f von der Länge von dem Wort. Also die Rechenzeit wächst höchstens wie diese Funktion f. Also wenn wir zum Beispiel sagen würden, eine Sprache L liegt in Time von n Quadrat, dann heißt das nichts anderes als, es gibt eine Turing-Maschine, die das Wortproblem löst, und zwar in quadratischer Zeit dann in dem Fall. In höchstens quadratischer Zeit. So. Dann das Gleiche noch für nicht-deterministische Maschinen. Da heißt die Klasse dann N-Time. Ja gut, und ist klar, der Unterschied ist der, dass dann eben eine nicht-deterministische Turing-Maschine existieren muss, die das Wortproblem für die Sprache löst und außerdem in der entsprechenden Komplexität. So, und jetzt sehen wir, das ist eigentlich jetzt schon die zentrale Idee. Wir unterscheiden jetzt unsere Sprachen danach, ob zum Beispiel, also wenn wir zum Beispiel sagen, Time von n Quadrat und n-Time von n Quadrat. Time von n Quadrat, das sind all die Probleme, die eine deterministische Turing-Maschine in quadratischer Zeit lösen kann. N-Time von n Quadrat sind all die Probleme, die, für die ich eine viel stärkere Maschine brauche, damit es gleich schnell gelöst werden kann. Also
in der entsprechenden N-Time-Klasse sind die schwierigeren Probleme drin als in der Time-Klasse. Ist ja klar, weil ich ja nicht deterministische Maschine brauche. Okay, und deswegen können wir also fortfolgern, Time von f von n ist eine Teilmenge von n Time von f von n. Ja? All die Probleme, die ich deterministisch in einer bestimmten Zeit lösen kann, die kann ich natürlich nicht deterministisch erst recht in der Zeit lösen und andere zusätzlich eventuell auch noch. So, und jetzt sind wir soweit, dass wir die Klassen P und NP definieren können. Und zwar P ist nichts anderes als die Vereinigung über alle natürlichen Zahlen K von Time von n hoch k. Also P ist Time von n, n Quadrat, n hoch 3 und so weiter. Und NP ist die Vereinigung über alle n Time von n hoch k. Ja. Und demnach gilt jetzt natürlich, P ist eine Teilmenge von NP. Und wenn wir jetzt wieder so ein Klassendiagramm uns anschauen, da haben wir hier die Klasse P und die Klasse NP. Was wir jetzt noch nicht wissen, um wie viel ist denn NP größer als P? Und nicht, übrigens nicht nur wir wissen das nicht, das weiß bis heute noch niemand. Das ist genau dieses offene Problem. Also diese große kritische Frage der Informatik heute lautet, P ist gleich NP. Großes Fragezeichen hier oben drüber. Und das ist eigentlich schon im ersten Moment überraschend, weil was, der Unterschied zwischen dem und dem ist ja der, hier erlaube ich nicht deterministische Maschinen. Hier erlaube ich eine Maschine, die jederzeit das Orakel fragen kann, wo es hingeht, und hier nicht. Und trotzdem hat bis heute noch keiner beweisen können, dass es hier drin Sprachen gibt, die da nicht drin liegen. Also dass es Sprachen gibt, die man zwar mit der nicht-deterministischen Maschine polynomial lösen kann, aber deterministisch nicht. Okay, so. Aber bevor wir auf diese Frage jetzt ein bisschen genauer kommen, schauen wir uns Beispiele an. Ja? Ja. Und zwar als erstes ein ganz wichtiges, eigentlich fast das wichtigste Problem in der Klasse NP, das ist die Erfüllbarkeit der Aussagen logischer Formeln. Dieses Problem, das kennen wir ja schon aus der Logik. Und was wissen wir denn da über die Schwierigkeit von dem Problem, beziehungsweise über Algorithmen, um das Problem zu lösen? Was wissen wir da? Aussagenlogik, Erfüllbarkeit. Erfüllbarkeit heißt doch, gibt es eine Belegung,
aller Variablen in meiner aussagenlogischen Formel, die die Formel wahr macht. Mit welchen Verfahren können wir das testen? Naja, mit der Wahrheitstafelmethode. Wir probieren einfach alle Belegungen der Reihe nach durch und gucken, ob eine erfüllend ist. Ja? Und wie viele Belegungen gibt es bei n-Variablen? 2 hoch n, ganz genau. So, das heißt eigentlich, eigentlich kennen wir das Ganze, diese rechte Spalte, also einen sequentiellen Algorithmus. Alle Kombinationen generieren, das ist der Punkt. Alle Kombinationen von Variablenbelegungen generieren, nämlich 2 hoch n Stück und überprüfen. Ja? So, ja, und wie machen wir das nicht deterministisch? Ja, da stellen wir uns wieder so einen Baum vor, allerdings muss ich jetzt einen neuen Baum zeichnen, das ist nämlich ein Binärbaum. Wir starten und probieren aus, ja, erst die Variable v1, und zwar war falsch. Und dann kommt Variable v2, und zwar wieder war falsch. Und so weiter. Und zwar das Bild müssen wir uns eben deswegen so vorstellen, weil wir reden jetzt über nicht deterministische Maschinen. Wir starten mit der ersten Variable und fragen unser Orakel, wie sollen wir die belegen? Dann nehmen wir die zweite Variable und fragen wieder. So, und wie tief ist denn der Baum? Ja, der hat die Tiefe n, bei n Variablen, ist klar. Variable 1, 2, 3 und so weiter. Und wir müssen tatsächlich, gehen wir nur einen irgendwie so einen Pfad durch, bis wir ganz unten sind. Und der Pfad hat die Länge n. Und damit ist klar, dass die nicht-deterministische Maschine in linearer Zeit das SAT-Problem löst. Und unsere deterministische Maschine, die wir ja schon kennen aus der Logik, also die Wahrheitstafelmethode, die hat exponentiellen Zeitaufwand, ist klar. Weil, ja warum? Hier unten in der Tiefe n, wie breit ist denn unser Baum da? Ja, da hat er die Breite 2 hoch n. 2 hoch n Blattknoten und die müssen wir deterministisch alle durchprobieren. Nicht deterministisch brauchen wir bloß einen Pfad anschauen. Ja. Okay. An der Stelle haben wir jetzt gerade gezeigt, dass das SAT-Problem, also das Erfüllbarkeitsproblem aussagenlogischer Formeln, das liegt in NP. Das ist ganz wichtig, ganz wichtig. SAT ist in NP. Das heißt, eine nicht-deterministische Maschine kann mit polynomiellem Aufwand das SAT-Problem lösen. Für eine deterministische Maschine kennen wir jetzt eigentlich erst einmal nur diesen exponentiellen Algorithmus, die Wahrheitstafelmethode. So, das heißt, es sieht so aus, wie wenn SAT nicht deterministisch polynomiell lösbar wäre. Also es gibt keinen deterministischen Algorithmus, der SAT polynomiell lösen kann. Aber Vorsicht, das haben wir damit nicht bewiesen, sondern, oder warum haben wir das nicht bewiesen?
Ja, weil ich meine, das, was hier steht, dieser Algorithmus, der die Wahrheitstafelmethode implementiert, das ist ein Algorithmus, der uns jetzt eingefallen ist. Aber das heißt doch nicht, dass alle Algorithmen so langsam sein müssen. Vielleicht gibt es ja einen, der das in polynomieller Zeit macht, den wir bloß nicht gefunden haben. Okay. Gut, ja, das ist das Bild, was wir gerade eben hier auch schon hatten. Ja, dann schauen wir uns ein weiteres anderes Problem an, das Hamilton-Problem. Und ja, hier steht es, da stellen wir uns die Frage, ob es einen für einen Graphen G einen Rundweg durch den Graphen gibt, der jeden Knoten exakt einmal passiert. Ja? Und das gibt es eben nicht für jeden Graphen. Ja? Nehmen wir mal diesen Graphen hier. Ja. Und wenn wir jetzt so einen Hamilton-Kreis suchen, dann, gut, ich meine, wir können es uns so vorstellen, wie es hier steht, also als nicht deterministische Lösung. Wir fragen erst einmal unser Orakel und sagen, gib uns doch einmal so einen geschlossenen Linienzug vor. Und ich überprüfe jetzt, ob der auch wirklich ein Hamilton-Kreis ist. Ja? Wir können es uns aber auch so vorstellen, wir starten irgendwo in einem Knoten, in dem hier zum Beispiel. Und jetzt haben wir drei Möglichkeiten, wie wir unseren Kreis durchgehen. Und jetzt fragen wir das Orakel, wo soll ich hingehen? Orakel sagt mir, geh hier hin. Jetzt frage ich wieder das Orakel, dann sagt er, ich gehe hier hin und so weiter. Und am Ende habe ich dann entweder einen geschlossenen Linienzug oder auch nicht. Ja. So, also hier haben wir zum Beispiel so einen geschlossenen Kreis, also einen Hamilton-Kreis über diesen ganzen Graphen. Ja. Was wir machen müssen, wenn uns das Orakel immer die Verzweigung sagt, ist nur noch überprüfen, zwei Dinge müssen wir überprüfen. Wir müssen überprüfen, ob es ein geschlossener Kreis ist, erstens, und zweitens, ob wir alle Knoten getroffen haben. Dann sind wir fertig. So, und da, jetzt ist natürlich auch wieder klar, dass wir das Problem nicht deterministisch linear lösen, in linearer Zeit lösen können. Ja, die Rechenzeit ist klar, wir wandern einmal den ganzen Zyklus ab und sind dann fertig. Und das geht natürlich in linearer Zeit, also linear in der Zahl der Knoten. Okay. So, ja, das waren jetzt unsere Zeitklassen P und NP, also polynomielle Rechenzeit mit deterministischer Maschine und nicht deterministischer Maschine. Jetzt kommen wir zu den Space-Klassen. Also klar, Space heißt ja Platz, und zwar P-Space und NP-Space. Ja? Und da geht es um Speicherplatz. Da geht es um Speicherplatz unserer Turing-Maschine, das heißt um die Frage, wie viele Zellen von dem Band benutzt die Turing-Maschine. So, also wir haben wieder eine akzeptierende Mehrband-Turing-Maschine und jetzt haben wir diese Menge Accept. Da geht es jetzt eben nicht um die Rechenzeit, sondern um die Zahl der Zellen von dem Band, die die Maschine braucht. Und jetzt definieren wir die Bandplatzfunktion ganz analog, ja, als den minimalen Platz, den die Maschine verbraucht. Also, und jetzt minimal nochmal im Sinne von unseren verschiedenen Abarbeitungspfaden suchen wir natürlich wieder den besten. So, ja, genau, jetzt hier haben wir bis jetzt nur diese Bandplatzfunktion definiert und jetzt definieren wir die Klassen P-Space und NP-Space. Also eine Sprache liegt in P-Space, falls es eine deterministische Turing-Maschine
T und ein Polynom P mit den folgenden Eigenschaften gibt, nämlich T terminiert für jede Eingabe, akzeptiert unsere Sprache L und für alle Wörter aus Sigma-Stern gilt ST von Omega kleiner gleich P von der Wortlänge. Ja? Also, das hier ist jetzt wichtig. Das heißt, der Bandplatzverbrauch unserer deterministischen Maschine wächst höchstens polynomiell mit der Eingabelänge. So, und analog, L liegt in NP-Space, wenn es eine nicht-deterministische Mehrbandmaschine mit genau diesen Eigenschaften gibt. Ja, genau. So, Beziehung zwischen Platz- und Zeitklassen, das ist jetzt wichtig. Ja? Da gibt es den ganz einfachen Zusammenhang, nämlich die Zeitkomplexität eines Algorithmus kann niemals kleiner sein als die Platzkomplexität. Weil, ich meine, wenn der Algorithmus jetzt viel Speicherplatz verbraucht, dann muss er diesen vielen Speicher irgendwie beschreiben. Und ich brauche zum Schreiben einer Bandzelle einen Zeitschritt. Ja? Und deswegen muss die Zeitkomplexität immer mindestens so groß wie die Platzkomplexität sein. So. Ja, und jetzt, hier haben wir jetzt schon einen ersten wichtigen Satz, und der ist absolut nicht trivial, von Savage 1970. Nämlich, jede nicht-deterministische Turing-Maschine kann mit maximal quadratisch höherem Platzbedarf in eine deterministische überführt werden. Hier geht es jetzt nur um den Platzbedarf. Ja? Also wenn ich eine nicht-deterministische Turing-Maschine habe, die jetzt zum Beispiel linearen Speicherplatz braucht, dann kann ich die überführen in eine deterministische Maschine, die quadratischen Speicherplatz braucht. So, ja, und deswegen können wir jetzt einmal Folgendes sagen. Also P ist eine Teilmenge von NP, das haben wir vorhin gesehen, da geht es um die Rechenzeitklassen. So. Und NP ist eine Teilmenge von P-Space. Ja, das kriegen wir genau hierher. Warum? Moment, langsam. Müssen wir gerade mal kurz mal gucken. Ja. Hier, das ist diese Gleichheit. P-Space und NP-Space, die sind gleich, weil wir eine nicht-deterministische Turing-Maschine mit quadratisch höherem Platzbedarf in eine deterministische überführen können. Das heißt, wenn wir jetzt eine nicht-deterministische Turing-Maschine haben, die polynomiellen Speicherplatz braucht, das besagt es hier. Ja? Wir haben eine nicht-deterministische Maschine, die polynomiell viel Speicherplatz braucht für ein bestimmtes Problem. Also zum Beispiel, Speicherplatz wächst proportional n hoch 4, ja, wenn n die Problemgröße ist. Ja. So, da haben wir jetzt eine nicht-deterministische Maschine, die n hoch 4 Speicherplatz braucht. Ja, dann sagt der Savage, dann können wir auch eine deterministische Maschine finden, die das Gleiche mit n hoch 6 schafft, mit quadratisch höherem Speicherplatzbedarf. Und wenn das ein Polynom war, dann ist das natürlich immer noch ein Polynom. So, also diese Gleichheit, die haben wir hier. Ja?
So, und dann NP ist eine Teilmenge von P-Space. Woher kommt das? Da haben wir ja hier gesagt, die Zeitkomplexität eines Algorithmus kann niemals kleiner als seine Platzkomplexität sein. Wie war das nochmal? Ja, wir brauchen immer mindestens so viel Zeit, wie wir Speicherplatz verbrauchen. Ja? Und zwar egal, ob wir das deterministisch oder nicht deterministisch machen. Auch die nicht deterministische Maschine, wenn die auf das Band irgendwas draufschreibt, da braucht sie halt diese Zeit dafür, mindestens. So, und das ist der Grund, weshalb NP eine Teilmenge von P-Space ist. Ja? Auch die nicht deterministische Turing-Maschine, wenn die polynomiell viel Speicherplatz verbraucht, dann braucht die mindestens polynomiell Rechenzeit, genau. So. Ja, also damit haben wir jetzt schon mal bezüglich unseren Problemklassen ein paar Zusammenhänge. P ist eine Teilmenge von NP, NP ist eine Teilmenge von P-Space und P-Space ist gleich NP-Space. Ja. Gut, dann reden wir jetzt mal über exponentielle Komplexitätsklassen. Also, da haben wir die Klassen exp und nexp. Die sind so definiert, exp ist die Vereinigung aller Time von c hoch n hoch k Klassen. Also, wichtig, c hoch n hoch k. Also im Exponenten steht nicht nur n, sondern sogar noch ein Polynom in n. Ja? Ja. Also die Vereinigung aller exponentiellen Zeitklassen und nexp, das ist klar, das ist natürlich dann n-time von c hoch n hoch k. So, und es gilt wieder, exp ist eine Teilmenge von nexp, genauso wie das bei p und np war, das ist klar. Alles, was eine exponentielle Maschine in polynomieller Zeit löst, löst natürlich ja nicht, was eine deterministische Maschine in exponentieller Zeit löst, löst auch eine nicht deterministische Maschine in der gleichen Zeit. So, okay. Es gibt auch noch überexponentielle Wachstumsraten, also so wie es wie 2 hoch 2 hoch n. Und weil es das gibt, ist klar, dass exp und nexp echte Teilmengen der entscheidbaren Sprachen sind. Es gibt also noch schwierige Probleme. Okay. So. Ja, jetzt haben wir eine interessante Frage. Nämlich P-Space und exp. Das sind zwei interessante Klassen. Ja? Also, erst einmal sind es beides Klassen mit sehr schwierigen Problemen. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, wie stehen diese beiden Klassen zueinander? Ja. Um das jetzt zu sehen, nehmen wir uns eine Turing-Maschine, Sprachen aus P-Space erkennt oder akzeptiert. Ja. So, wenn die in P-Space ist, das heißt, die braucht polynomiell viel, viel Bandplatz. Ja. Dann können wir uns jetzt überlegen,
wie viele Konfigurationen, also wie viele Maschinenkonfigurationen durchläuft die denn, während sie das Problem löst, insgesamt. Ja? So, und zwar, also in dieser Formel, da haben wir jetzt S, das ist die Zahl der Zustände, also die Mächtigkeit von S ist die Zahl der Zustände. Dann haben wir P von Omega, das ist die Zahl der Kopfpositionsmöglichkeiten. Ja, genau, und zwar, ja. Wir haben ja jetzt hier eine Sprache in P-Space. P-Space heißt, dass die Maschine höchstens polynomiell viel Bandplatz braucht. Das heißt, der am Ende verbrauchte Bandplatz ist ein Polynom über der Länge des Eingabeworts. Und das haben wir hier. P von der Länge des Eingabeworts. Und höchstens so viele Kopfpositionen verbraucht die Maschine. Vielleicht machen wir auch hier mal eine kurze Skizze. Also, wenn die Maschine auf unserem unendlichen Band gestartet wird und jetzt nehmen wir mal an, von hier bis hier geht unser Eingabewort Omega. Ja, und jetzt ist das ja aber eine Maschine in P-Space. Das heißt, die darf natürlich mehr Speicherplatz verbrauchen. Zum Beispiel von hier bis hier. Und das, was die verbraucht, ist jetzt eben also die Länge. Ja, ja also, ja. Wie skizzieren wir das? Diese Länge von hier bis hier, die ist ein Polynom in der Länge von unserem Eingabewort Omega. So, und damit ist klar, dass die Zahl der Positionen, wo unser Schreiblesekopf stehen kann während der Abarbeitung, ist natürlich in dem Bereich. Ja? Das heißt, wir haben so viele Kopfpositionen während der Abarbeitung. P von Länge von Omega. So. Und jetzt müssen wir noch überlegen, wie viele unterschiedliche Bandinhalte kann es denn da geben? Ja? Naja, die Länge von dem Band ist P von Länge von Omega. Und wie viele unterschiedliche Bänder kann es geben? Naja, ich meine, da haben wir das erste Zeichen, das zweite und so weiter. Für das erste Zeichen hier haben wir so viele Möglichkeiten, wie unser Bandalphabet Zeichen hat. Ja? Also die Mächtigkeit des Bandalphabets. So viele Möglichkeiten haben wir hier. So viele haben wir da, also das, mal das und so weiter. Und die Länge ist P von Omega. Also Mächtigkeit von, hier heißt es Lambda. Dann schreiben wir halt hier Lambda. Mächtigkeit von Lambda hoch die Zahl der Stellen auf dem Band, die wir besucht haben. Das ist die Zahl der, das ist die Zahl der möglichen Bandinhalte. So. Und wenn wir jetzt abschätzen wollen, wie viele Konfigurationen diese Maschine insgesamt einnehmen kann, dann haben wir die Zahl der Bandinhaltsmöglichkeiten mal die Zahl der Zustände mal die Zahl der Kopfpositionsmöglichkeiten. Ja. Genau. Okay, so, und da unsere Turing-Maschine T keine Konfiguration zweimal einnimmt,
können wir jetzt sagen, die Rechenzeit, die kann diese Zahl nicht übersteigen. Warum nicht? Warum kann die Rechenzeit nicht größer werden als die Zahl der Konfigurationen? Heute Morgen haben wir das eigentlich in den Übungen auch schon mal kurz andiskutiert gehabt. Naja, wenn die Maschine eine Konfiguration zum zweiten Mal erreicht, dann ist sie in einer Endlosschleife. Wir reden aber über akzeptierende Turing-Maschinen, die müssen terminieren. So, und deswegen können wir jetzt erst einmal sagen, die Rechenzeit unserer Maschine ist beschränkt durch die Zahl dieser Konfigurationen, die wir da haben. Ja? Und ja, genau. Ja, und wie hängt diese Formel hier, diese Funktion hier, wie hängt die von der Länge der Eingabe ab? Naja, wir haben da ein Polynom in der Länge von der Eingabe mal, und hier sehen wir eine Exponentialfunktion. Ja? Das heißt, die Rechenzeit ist beschränkt durch eine Exponentialfunktion, und deswegen können wir sagen, L von t ist in x drin. Ja. Ja, genau. Und damit können wir jetzt sagen, P-Space ist eine Teilmenge von exp. Ja. Also jedes Problem, das wir mit polynomiellem Speicherplatz lösen können, können wir auch auf jeden Fall in exponentieller Zeit lösen, wegen genau diesem Argument. Ja? Und x ist wiederum Teilmenge von nx, das ist sowieso klar. Okay, also haben wir jetzt eine weitere Beziehung unserer Komplexitätsklassen hergestellt. Und ja, jetzt stellt sich die Situation eben so dar wie in dem Bild. Also p als Teilmenge von NP, das als Teilmenge von P-Space, und P-Space ist gleich NP-Space. Das war dieser Satz von Savage. Das ist wiederum eine Teilmenge von exp, Teilmenge von nexp, und alles sind entscheidbare Sprachen. Ja. Ja, wobei wir uns nochmal in Erinnerung rufen sollten. Also man bezeichnet diese Menge P als die Menge der effizient lösbaren Probleme. Und ja, alles was außerhalb liegt, das sind, ja, sind vermutlich unlösbare Probleme. Vermutlich deswegen, weil wir noch gar nicht so genau wissen, wie viel da jetzt außerhalb von P liegt. Ja? Also es könnte eben sein, dass NP gleich P ist. Ja, aber da kommen wir jetzt dann gleich drauf. Noch. Ja. Genau, bevor wir das tun, definieren wir noch den Begriff der komplementären Komplexitätsklassen. Also sei C als beliebige Komplexitätsklasse gegeben, dann ist CoC, also die komplementäre Klasse von C, die Menge aller Sprachen, deren Komplement in C liegt. Also es geht wirklich darum, die komplementäre Frage zu lösen. Also zum Beispiel wäre ja eine Sprache die Sprache der Primzahlen, und die entsprechende Ja-Nein-Frage lautet, ist eine gegebene Zahl prim? Die komplementäre Sprache ist die Menge aller Nicht-Primzahlen. Ja?
So, und wir werden uns jetzt natürlich solche Fragen stellen, ob eine komplementäre Komplexitätsklasse gleich schwer ist wie die eigentliche Klasse. So, und bezüglich deterministischen Turing-Maschinen können wir da ganz schnell eine Antwort geben. Also sei jetzt eine deterministische Maschine T gegeben, die die Sprache L erkennt. Und jetzt können wir folgende Überlegung machen. Die Maschine T erkennt ein Wort genau dann, wenn sie in einem Endzustand terminiert. Wenn die in einem Nicht-Endzustand terminiert, erkennt sie das Wort nicht. Also quasi, die sagt Ja immer dann, wenn sie im Endzustand anhält. Wenn sie im Nicht-Endzustand anhält, dann bedeutet es Nein. Und deswegen können wir einfach hergehen und die Endzustände invertieren. Das heißt, jeder Endzustand wird zum Nicht-Endzustand und jeder Nicht-Endzustand wird zum Endzustand. Und wenn wir das tun, dann erhalten wir sofort eine neue Turing-Maschine T', die die Komplementsprache entscheidet. Ich denke, das ist klar, ist einleuchtend, oder? Das Laufzeitverhalten ist natürlich gleich, weil die tut ja auch genau das Gleiche. Die sagt bloß statt Nein Ja und statt Ja Nein am Ende. Das Einzige, was sich ändert. Das heißt, wir haben die gleiche Komplexitätsklasse und damit folgt aus, wenn L in einer Klasse ist, dann ist L quer immer in der gleichen Klasse drin. Ja? Und deswegen können wir sofort sagen, für deterministische Klassen gilt C gleich CoC. Gilt immer. Ja? Ja. So, genau, das gilt bezüglich Rechenzeit, aber auch bezüglich den Space-Klassen gilt das natürlich genauso. Ändert ja am Speicherplatzverbrauch auch nichts, wenn wir nur die Endzustände invertieren. Okay, also und daraus folgt jetzt insbesondere P gleich CoP und P-Space gleich CoP-Space. Okay. Ja, und interessant wird es jetzt natürlich für die nicht-deterministischen Komplexitätsklassen, also Frage NP gleich CoNP oder gilt NP ungleich CoNP? Das ist jetzt natürlich eine interessante Frage, die sich nicht so ganz einfach beantworten lässt. Ja, was ist denn da das Problem? Warum ist hier die Frage jetzt nicht so leicht wie im deterministischen Fall zu beantworten? Vorhin haben wir es ja auch diskutiert, jetzt haben wir es hier nicht mehr, die Abarbeitung der nicht-deterministischen Maschine, da müssen wir uns immer diesen exponentiell verzweigenden Abarbeitungsbaum vorstellen. Und im positiven Fall, wenn die nicht-deterministische Maschine ein Wort akzeptiert, dann läuft die ja nur linear so ein Pfad runter. Das heißt, das Orakel, das sagt uns, wo es hingeht, und dann terminieren wir in einem Endzustand. Aber was ist im negativen Fall, wenn das Wort nicht zur Sprache gehört? Kann uns das Orakel ja auch nicht den Weg sagen. Genau, ja. Und dann wissen wir nicht, wo wir terminieren. Ja, also, genau, es ist richtig. Der Punkt bei der deterministischen Maschine, naja, da ist es ganz einfach, wir invertieren einfach die Endzustände. Bei der nicht-deterministischen Maschine, da geht es nicht mehr. Wir können nicht so einfach sagen, heuer, jetzt invertieren wir halt die Endzustände
Und dann haben wir aus Ja, Nein und aus Nein, Ja gemacht. Das ist die Schwierigkeit. Kann ich einfach ein anderes Sokka-Oberfilm nehmen? Ein anderes. So weit, kann jetzt auch gleich sein, ob es ja, ja, ich meine, Sie haben schon recht. Sie haben schon recht. Wenn ich das, das komplementäre Problem lösen will, dann brauche ich eine andere Turing-Maschine für das komplementäre Problem. Und wie Sie sagen, absolut richtig, diese andere Turing-Maschine, die hat natürlich ein anderes Orakel. Also finde ich sehr gut, das habe ich mir noch gar nicht so überlegt. Ja? Die braucht ein anderes Orakel. Und dieses andere Orakel ist nicht das gleiche wie das Original-Orakel, bloß mit Endzuständen invertiert. Das ist genau die Krux. Ja? Okay, ja, genau. Aber ja, ich denke, wir sollten Schluss machen und dann lassen wir das einfach noch als offene Frage fürs nächste Mal stehen.